Herzlich willkommen zum Fan-Talk direkt nach dem Spiel. Ja, und ich habe die beiden Männer hier, die heute so wahnsinnig viel Applaus bekommen haben. Das ganze Team natürlich, aber wir haben das heute auch gerockt wegen einer sehr, sehr starken Torhüterleistung in der ersten Halbzeit mit unserem Christian Severas und in der zweiten Halbzeit mit unserem Ebo. Und das war ganz, ganz großes Kino. Danke erstmal an alle Fans, aber danke auch an die beiden, dass ihr so schnell hier seid. Christian, wir haben eine erste Halbzeit gesehen. Das war wieder SCD-AFK mit viel Herzklopfen. Und wir waren alle sehr aufgeregt. Und in der Halbzeit haben mich auch viele gefragt, was wird jetzt passieren? Wie kriegen wir das Spiel auf unsere Seite? Du hast die erste Halbzeit im Tor gestanden. Mit 32% Quote hast du alles getan, dass wir so dranbleiben. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Probleme in Abwehr, aber das größte Problem war vielleicht unser Angriffsspiel. Wir verwirren viel und viele technische Fehler. Dadurch kriegen wir auch ein paar Tempotore zu viel. Das haben wir geändert in der Halbzeit. Starke 5-1 Abwehr in der zweiten Halbzeit mit Ebo da hinten, der macht ein überragendes Spiel. Es ist schön, dass wir zwei Tore haben. Ebo, genau, danke schön. Ebo, wir haben ja nur gemutmaßt hier als Laiendarsteller, was wird jetzt passieren in der zweiten Halbzeit. Was war denn die Ansage in der Halbzeit? Nimm uns doch mal mit in die Kabine. Ja, ich glaube, wir hatten das Problem letzte Woche schon in Lemgo und wir haben gerade im Innenblock ein bisschen nicht ganz so zack oder nicht so hart zugegriffen und das wollten wir in der zweiten Halbzeit ändern. Das hat auch Simon und Marco viel, viel besser gemacht in der zweiten Halbzeit. Deswegen war es für mich dann auch ein bisschen einfacher als vielleicht für Christian. Und aber ich glaube, wir haben da trotzdem noch viel Potenzial, auch für die nächsten Wochen da noch weiterzumachen und wir sind jetzt froh eigentlich, dass wirklich alle Spieler auch wieder zurück sind mit Luca und Vigo, damit wir halt auch in der Breite auch noch ein bisschen besser aufgestellt sind, gerade um unser Tempospiel auch durchzuziehen über 60 Minuten. Das wäre auch meine Frage gewesen. Es macht sich schon bemerkbar, dass Luca und Vigo wieder da sind, weil das Team eben breiter aufgestellt ist. Letztendlich stellt man sich nach so einer flinken, schnellen ersten Halbzeit ja auch die Frage, was ist mit der Kondition? Da hatten beide Mannschaften, glaube ich, keine Probleme. Ich könnte mir vorstellen, es lag eher daran, die Konzentration hochzuhalten bei Erlangen. Bei uns nicht, aber es schien mir so bei Erlangen. Also ich glaube, bei uns ist Kondition kein Defizit. Dafür arbeitet Runa und unser Athletiktrainer sehr intensiv dran. Und dementsprechend, glaube ich, sind wir da sehr gewillt, hier Gas zu geben. Aber wir merken es natürlich, wenn wir natürlich die ein oder andere Option noch mehr haben im Rückraum, dann hilft uns das und das macht unser Spiel ja auch noch ein bisschen individueller, variabler und dadurch haben wir bessere Möglichkeiten in der Breite noch mehr rauszuholen. Christian, noch eine Frage. Heute ging es Clement Verlin so, er hatte noch jemand im Backup im Tor, aber eigentlich war er ja auf sich gestellt. So ging es dir jetzt während Ebos Krankheit. Wie ist das als Keeper, wenn man wirklich das Gefühl hat, jetzt bin ich eigentlich alleine, hier kann keiner kommen, der mir hilft. Ist das nochmal mehr Motivation oder ist es die Aufregung, die das eventuell einen nervöser macht? Oh, gute Frage. Nein, also ich mache immer dasselbe vor jedem Spiel. Das hat keine Bedeutung, ob ich bin alleine oder nicht. Aber natürlich, wir brauchen Ebo und wir brauchen auch mich. So. Das ist auch natürlich, wenn es nicht läuft, wollte man gerne noch einen dazu haben. Aber wenn es gut läuft, dann geht es schon. Ja. Ja, und heute haben wir wieder ein traumhaftes Duo gesehen. Wir sind sehr, sehr stolz. Alle Fans sind sehr glücklich, dass das so gelaufen ist. Ausblick aufs nächste Spiel. Ja, also jetzt erstmal nochmal zu Christian und mir. Christian hat auch die ersten Spiele überragend gehalten. Das muss man auch immer wieder sagen. Deswegen war es für mich auch sehr, sehr schwer, dieses Jahr in die Saison zu kommen. Aber Christian hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Das muss man auch wirklich so sagen. Und da gibt es auch nicht viel zu meckern. Und deswegen, wir brauchen zwei gute Torhüter. Das ist ganz, ganz wichtig in der Bundesliga, um erfolgreich zu sein. Und heute, oder ich glaube, wir können auf ein gutes Duo gucken, oder Christian? Genau, und mit dem Duo können wir sehr stolz und zufrieden sein. Und damit sagen wir jetzt auch danke, dass ihr euch gleich die Zeit genommen habt, gleich hier wart. Und
ein bisschen Zeit zum Feiern ist, aber dann geht es ja mit der Vorbereitung wieder los. Also, nochmal Dankeschön.